Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief, hier nach dem großen Tresor, Diebstahl, Raub und so weiter. Trifft Besso im Sirenennest im Südtunnel. Machen wir alles. Und wir gucken erstmal in unsere Kiste, da oben drin ist. Wasserpfeile haben wir hier noch am Start. Der Rest ist... Ja, haben wir ja Seifei und Dings haben wir ja nicht benutzt. Also Nahrung zwar schon, aber und unsere Schaukästen sind nicht gerade voll, wa? Wenn man so sagen darf. Hier sieht man noch ein paar von den Platten, die ich nebenbei offline noch gefarmt habe. Beziehungsweise gefunden habe. Gefarmt kann man ja nie reden. So, da wollen wir mal zum Südtunnel, wa? Keine Videosequenz diesmal hier im Glockenturm. Okay. So. Dann mal rein. So, vielleicht hat Besso jetzt auch wieder noch ein paar Nebenaufträge für uns. Und ich habe nochmal nachgelesen, also das Spiel hat 8 Kapitel, von daher haben wir da storytechnisch die Hälfte geschafft. Nieder mit den Hunden des Barons. Die Revolution hat begonnen. Aha. Zeit für die Stadt der Dämmerung zu begegnen. Dann macht's mal gut, Schwarzkittel. Keine Wachen mehr. Sie scheinen genug zu haben und töten jeden, der nicht zu ihnen gehört. Aha. Mich eingeschlossen. Oh, oh. Ich sollte jede Konfrontation meiden. Alles klar, danke für die Information. Also, jetzt sind nicht mehr die Wachen unsere Feinde, sondern sämtliche Zivilisten, wie mir erscheint. Warum springst du da nicht runter? Hallo? Das war erstaunlich einfach. Als nächstes sollten wir die Bank nehmen. So, ich muss mal kurz gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Ja, ob Hector jetzt einen Auftrag für uns hätte, das weiß ich nicht. Aber wir machen erstmal hier weiter, würde ich sagen. Sprich, wir werden erstmal Besso treffen. Also, muss man mal überlegen. Da können wir das Fenster hier gleich nutzen, wa? Ich weiß es nicht. Ja. Können wir. Also, wenn ein Ladescreen kommt, wenn man ein Fenster öffnet, dann kommen wir in das nächste Viertel. Aber wir sind immer noch im Stone Market. Mich würde mal interessieren, ob die Typen jetzt wirklich aggro sind. Also hier sind noch Wachen. Was ist mit unserer Verstärkung? Ich bin die Verstärkung. Es ist niemand mehr da. Was machen wir jetzt? Wir sind geliefert, wenn die uns hier erwischen. Wir kriegen von denen nicht mal einen Karren. Der Bergfried ist zerstört. Er ließ sich nicht mehr halten und jetzt reißt... So, na gut. Auf ins Südviertel. Also da waren noch Wachen gewesen und die waren irgendwie nicht, haben sich irgendwie nicht geknüppelt da mit den Zivilisten. Mit den Aufständischen. Naja, mal schauen. So, hier gibt's auch noch Wachen. Tja. Was ist das denn hier? Da ist Besso. Aber wir sollen uns ja hier mit ihm treffen, ne? Genau. Also wir können hier ganz außen rum. Irgendwie oder hier irgendwie gerade durch. Na, mal gucken. Wo wir da einen Weg finden. Wir finden schon einen Weg.
bin ich mir ganz sicher. So, mal gucken, ob der Typ sich jetzt da umdreht. Nee. Das Wetter schlägt um. Ujo. So. Haben wir gleich den direkten Weg gefunden. Ja, sehr, sehr interessant hier, wa? Mit Aufstand und so. Meter. Also doch da unten. Ihr seid ja lustig. Ich hätte da gleich anzeigen können da. So. Eine Zeitung. Die neuen Gesetze der Wache und du. 22.06.1842. In diesen schweren Zeiten ist es eure Pflicht, Bürger der Stadt, die Gesetze der barönlichen Stadtwache zu befolgen. Ihr müsst euren Beitrag leisten, damit unsere schöne Stadt überleben kann. Erstens, meldet Diebstähle. Diebe zapfen der Industrie das Blut ab und bringen dadurch ehrbaren Bürgern Krankheit und Hungersnot. Zweitens, haltet euch an die Ausgangssperre. Kennen wir das nicht schon? Das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Oh, 4 Goldfüller nehmen wir mit. Ich glaube, hier jetzt nicht weiter, aber. Wie mir scheint, geht's da nicht weiter. Na gut. Dann halt nicht. Dann war es aber schön, hier mal zu sein. So, kann ich da rüber springen? Ich muss in die Richtung. Ich kann. Okay, die Tante ist noch da. Und der Wachmann auch noch. Yeah. So, mal speichern. Eigentlich könnte ich ihm ja mal die Fackel rausschießen, wa? So, spaßenshalber. Wenn er mal stehen bleiben würde. Macht er aber nicht. Na gut, halt nicht. Warum trägt Lady Marigold einen der Schlangenarmreife? Keine Ahnung. Weiß sie denn nicht, dass er verflucht ist? Nix. Viel wichtiger ist, ob sie ihn hatte, bevor ist nix los. Totenbuch eingetragen wurde oder danach. Psst, nicht so laut. Wenn sie denkt, wir verfolgen sie, vergiftet sie uns als nächstes. Drück hier einfach mal straight durch. In der Hoffnung, richtig zu sein. Die Frage ist, wo geht denn der jetzt lang? Kommt der hier hoch? Der kommt hier hoch. Wie ungünstig. Guck mal, da hinten blinkt was. Ja. Jum. Kann ich jetzt leider nicht hingehen. So, da muss rein. Hinein! Du siehst fast wie ein Mensch aus, besser. Wer das überlebt, was hier serviert wird, der überlebt alles. Wie geht's der Hand? Verletzt. Wie dein Stolz, nehme ich an. Dieser Mistkerl muss kriegen, was er verdient hat. Du musst was für mich tun. Hast du dein Boot noch? Du solltest dir hier ein Zimmer nehmen. Such dir ein Mädchen und geh mit dir ins Bett, bis alles vorbei ist. Ich muss Nachforschungen anstellen. Ich habe etwas, das euch interessieren könnte. Es geht um Aaron. Was ist ein Jahrmarkt ohne Attraktionen? Ich muss rüber zur Heilanstalt von Moira. Sag Bescheid, wenn's losgehen soll. Ich bin da.
Es bedarf. Was ist ein Jahrmarkt? So, erreiche das Boot. Aber eigentlich könnte man hier auch nochmal kurz mal gucken beim Händler. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ob es hier noch irgendwas gibt. Aber das sieht alles. 9800? Was ist das denn? Erhöht Maximalgesundheit und Fokus. So viel Kohle? Boah, was ist das? Schwarzflügelfedern. Erhöht den Schaden aller Breitkopf- und Sägezahnfalter. Hm? So. Ja, brauchen wir eigentlich alle gar nicht. Erhöht die maximale Gesundheit, das können wir mal machen. Eine warme Weste ist immer gut. So, Wasserfall hatten wir fertig, wa? Den können wir noch kaufen. Explosionsfall brauchen wir nicht. Feuerfall brauchen wir eigentlich auch nicht. Eigentlich brauchen wir das alle gar nicht. Leuchtbombe, Mond, Nahrung sind wir voll, wa? War mir ein Vergnügen. Joho, mir erstmal. Ist hier mit ein paar schönen Vorhängen etwas netter. Ich werde zur Witz. So. Figur der übelsten. Ja, übelsten Sorte, genau. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch nochmal schnell zu Hector hier. Muss ich aber erstmal gucken, wo jetzt hier diese 12 Meter bis zum Boot oder was? Ach so. Weil bis Hector wird, glaube ich, jetzt ein bisschen arg weit. Und ob der denn noch einen Auftrag hat, wird auch ja nicht anmarkiert. Okay. Machen wir ihn später. Gut, na dann. Kapitel 5, die Verlassenen. Ah. Kann's losgehen? Ich weiß wieder, warum ich Boote hasse. Ja? Schwimmen hasse ich noch viel mehr, also steig ein. Nein, ich rudere. Du ruderst ungefähr so gut, wie ich tanze. Klar. Etwas Bewegung wird dir gut tun. Und was hat Aaron jetzt mit Moira zu tun? Glaubst du an Geister? Hä? Geister. Also die Toten kommen zurück als Heimsuchung. Als Strafe. Du glaubst, Aaron sucht dich heim? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich erinnere mich an ein Ritual. Irgendeine Explosion. Aaron starb. Das vergesse ich nie. Und alles andere ist weg. Ach komm schon, Garrett. Du hättest das Mädchen niemals in Gefahr gebracht. Das war sie doch mit Sicherheit selbst. Die Antwort ist hier irgendwo. Das spüre ich. Es ist seltsam ruhig geworden seit dem Aufstand hier. Patienten konnten fliehen. Ein paar Boote kamen rein. Nichts kam heraus. Garrett, ich weiß nicht, was du da drin finden willst, aber sei vorsichtig. Werd nicht selbst ein Geist. Ich war schon immer ein Geist.
Ist lange her, dass diese Insel einen guten Ruf hatte. Kapitel 5. Werde ich dich hier finden. Verlassenen. Jo, nun dann erreiche das Gelände der Heilanstalt. Okay. Wird ja wohl nicht allzu schwierig sein, wa? Was ist denn das hier? Ein Tor oder was? So, und da leben die ganzen Verrückten, wie mir scheint. Sieht doch alles sehr einladend aus, muss man dazu sagen. Ja. Da kann man eigentlich nur gesund werden. Keine Wachen. Mhm. Na gut. Aha. Gut, dass er da so ein Gitter angebracht hat. So. Betritt die Heilanstalt. Und immer noch keine Wachen. Das ein Jutezeichen ist, weiß ich nicht. Da hinten leuchtet was. Den aber liegen lassen. Ein Spiegel. Für 28G, immerhin. Was ist das hier? Ach, hier haben wir wieder so eine Metallplatte. Das nehme ich mit. 5 von 16 haben wir erst hier gesammelt. Hm, nicht so viel, wa? So, die Frage ist natürlich, ob es hier irgendwo einen Hintereingang gibt, aber scheinbar nicht. Hier können wir auch ganz gemütlich laufen, beziehungsweise rennen. Was steht denn da? Edwina Moira. Here was the dream the Baron brought to life. Hier knarren schon mal die ersten Türen. Komm ich da nicht hoch? Doch. Aha. Jo, nehmen wir. Auch wenn es nur für G waren. So, okay, also. Oh, hier ist ja noch was. Schachfigur. Mhm. Na gut, dann wollen wir uns mal da hineinbegeben. Hm. Okay. Ich werde offenbar erwartet. Das ist nicht unbedingt schön. Oh nee, jetzt hier noch Horror oder was? Das kann ich gar nicht leiden. Alter! Du solltest nicht hier sein. Suchst du die Heilanstalt ein oder nicht? Warum warst du hier? Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal im nächsten Part weiter und ich gehe mal kurz die Hose wechseln. Also von daher, bis denn!